Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Together hier bei Let's Play FK mit Florian Kiel, Marlon Tyler, Quecksilber und Leon Green. XXX oder XXX. So, weiter geht's, Freunde. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ne? Hallo, Leute. Hallo. Hi. Hey, hey, hey. Ich guck gerade mal, ich bin ja gestorben, wie ihr ja mitgekriegt habt. Und leider habe ich Hunger und so. Haben wir irgendwas zu essen? Herr Quecksilber? Was bitte? Haben wir irgendwas zu essen oder irgendwie? Nein, leider noch nicht. Werkzeug? Ja, ja, Leon, da rein, das ist Eisen. Hat einer eine Spitzhacke für mich und ein Schwert? Ich habe nur eine Steinspitzhacke. Ich wollte dir ein Steinschwert anbieten. Ich geb dir eins. Ja, hast du auch noch eine Spitzhacke für mich irgendwie? Ja, ne. Eine viertel kaputte Steinspitze. Eine Spitze. Da, wo das Loch ist, ja. Hier ist Eisen. Im Loch. Oh. Ja, ich brauche auf jeden Fall Cobblestone. Also, wenn irgendjemand Essen findet, bloß her damit. Ja, ich merke schon, dass es hier wirklich Mangelware ist. Ich bin leider, wie gesagt, gestorben an dem Spinnspawner, obwohl ich es eigentlich systematisch angegangen bin. Trotzdem war es ein blöder Fehler. Es war so ein Anfängerfehler, wisst ihr? Es war so ein richtiger Idioten-Anfängerfehler. So, wir haben nur ein Sticky, das ist doch Mist. Hat einer Holz? Ich habe gerade ein bisschen Holz geholt, mach aber jetzt auch gerade Kohle aus dem Großteil. Du kannst sie aus dem Ofen direkt rausnehmen. Ich habe 16 Holzbretter. Eigentlich könnte ich mir wiederum jetzt wieder einen Bogen machen, weil ich habe noch 3 Faden. Ja, unten im Cave liegen auch noch ein paar Fäden rum. Also, wer noch nicht hat, der will noch nicht. Oder wie geht das? Oh, ich brauche ganz dringend Essen. Ich brauche ganz... Sonst kratze ich ab. Ich brauche ganz dringend Wolle, Essen und... alles. Wir brauchen alles. Ich gehe jetzt mal auf die Suche. Das kann ja nicht angehen, dass wir hier jetzt im Inneren verschimmeln und nichts zu futtern haben. Das ist ja nicht normal. Ich setz ein paar Bäume, ne? Sehr gute Idee. Marlon, ich habe auch noch Bäume. Bist du in der Nähe der Hütte? Ja, ich bin sogar in der Hütte. Okay, hier. Das ist von mir. Leute! Bitteschön. In der unteren Kiste, ganz links, ganz unten links, sind meine Fäden. Könnt ihr die, wenn ihr so lieb seid, in Ruhe lassen? Ja, alles gehört ein. Okay. Weil ich wollte mir später daraus einen Bogen machen. Wir wollen auch alle Bögen haben. Ja, dann baust du, ich sammle noch mehr, meine Töte noch mehr Spinnen. Und dann baust du jeden dann. Wer sagt, dass ich Spinnen töten muss? Ich kann doch einfach unten in den Minenschacht gehen und mit dem Schwert die Spinnnetze kaputt hauen. Das kann man auch. Krieg ich auch Seile. Aber ich hab nichts zu essen. Oder warte, da unten sind Pilze. Ah nee, aber dann brauche ich wieder noch diese anderen Pilze und eine Schüssel, um mir eine Pilzsuppe zu machen. Sag mal, werden wir hier eigentlich verarscht? Hier ist nicht ein Tier. Kein Schwein, keine Kuh, nichts. Vielleicht finden wir nachher eine oder so. Sind wir hier in Kasachstan oder was? Weiß ich doch nicht. Meinst du, sind sie so arm, dass sie da keine Tiere haben oder wie? Das hat damit ja nichts zu tun, aber da ist es kalt. Und hier ist es auch kalt. Obwohl wir kalt gebrauchen können, ne? Ja. So, Spu. Wo bist du unterwegs? Soll ich vielleicht mit dir mitkommen? Ja, ich bin hinter dem Berg. Hinter den Bergen bei den 7 Zwergen? Aha. Hier ist zum Beispiel gerade Elvis. Was ist da? Hier ist gerade Elvis. Alles klar. Was hast du genommen? Oh, ich hab Schiss, dass mir jetzt ein Monster hier in den Rücken springt oder irgendwas. Leute, ich kann euch Waffen geben. Ich hab jetzt hier Material, um Waffen zu bauen. Material, ja. Flo, ja. Wenn du so lieb bist, kannst du hier unten in den Minenschacht kommen und mir etwas Rückendeckung geben? Hier geht's grad nicht, ich bin gerade ganz woanders. Ich baue gerade Kohle ab, weil ich Kohle gefunden habe. Ist doch schön. Ja, ich hole mir hier gerade Faden. Können wir das sowieso? Ja, hol mal alles, was du an Faden da holen kannst. Ich habe aber ganz Zeit Schiss, dass mir ein Monster. Ich habe irgendwie voll.
Schiss, dass mir hier jetzt ein Monster in den Rücken springt oder irgendwas, weil ich habe nur noch ein einziges halbes Herz. Wie bitte? Ich bin zu weit weg, um hier zu helfen. Das ist das Problem. Da müsste Benny oder Marlon runterkommen. So, wie, du bist in der Mine unten drin? Ja. Ich komme auch jetzt wieder hoch. Ich habe 38 Dings da, 38 Fahnen. Oh, cool, da ist ja Eisen drin. Ja, wir müssen natürlich jetzt zusehen, dass wir eine gute Ausbeute hier erzielen, ne? Ich muss erstmal sehen, dass ich wieder nach oben komme. Wir müssen erstmal zusehen, dass wir überhaupt mal was zu essen kriegen. Wir haben ja gar nicht mehr, um uns was hinter die Bauleiste zu helfen. Das liegt ja mal ja. Ich kann schon sehen, wo wir wohnen. Ich kann unser Zuhause sehen, aber es ist leider noch zu weit. Ich sehe schon, dass ich sterben werde. Irgendwann. Ich sehe wir haben Eisen? Ich sehe schon das Problem, ja, dass wir wenig haben wir. Essen brauchen. Ja. So, Marlon? Ja? Oh, es ist Nacht. Na toll. Ich muss ins Haus rein. Ich wollte gerade vorschlagen, dass wir gemeinsam in der unteren Kiste sind ein paar Waffen und ich habe gerade ein paar Werkzeugsachen in meinem Mach. Und wir haben jetzt 41. Ja, 41 Faden. Ich habe auch noch Kohle mitgebracht. Ne? So. Aber wir haben nichts zu essen, das kann es nicht sein. Also da müssen wir uns jetzt wirklich was überlegen. Wer möchte mit mir auf die Jagd gehen? Also ich würde gerne mitkommen. Ja, wenn es morgen früh ist sozusagen, also morgen, dann gehe ich mit irgendwem los. Einer markiert mit irgendwelchen Müllsteinchen, dass wir auch wieder nach Hause finden. Und der andere läuft vor und guckt, dass wir irgendwie Tiere finden und allen anderen Krempel, ne? Soll ich jetzt von der normalen Kohle den Rest daraus Fackeln machen? Und wir haben ja noch Holzkohle. Ja, kannst du machen. Ja, okay, jetzt brauchen wir noch Stiggies. Was ich mache, ich grabe hier mal rein. Das klingt jetzt blöd, aber so können wir auch die Zeit, die wir jetzt hier haben, abbauen. Also ich grabe mir jetzt aus unserem Haus einen kleinen... Abbauen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich baue mir hier so einen kleinen Popelstollen. So. Weil, ja. Was wollen wir jetzt die ganze Zeit machen? Wollen wir jetzt die ganze Zeit rumstehen und Pilze fressen oder wollen wir jetzt hier irgendwie... Hat jemand von euch Pilze? Her damit! Ich hab was zu essen. Irgendeiner kann gleich hinter mir herkommen mit Fackeln. Ja, ich hab Fackeln, 59. Was ist das? Ja. Flo, wo bist du? Ja, in unserem Haus befindet sich ein Abgang. Achso, da. Ja, so groß ist unser Haus ja nicht. Ich glaube, du wirst mich schnell finden. Da gehe ich mal ganz schnell. Achso, da bist du. Ja. Da bin ich, genau da. Ich grab mich einfach hier runter, ist ja scheißegal, was kommen mag. Aber irgendwas muss ja mal langsam kommen, ne? Ich hab hier etwas in die Seite gebohrt, ich hab schon gleich eine Höhle gefunden. Nein. Doch. Geil. Ja, ne? Oh, und was würdet ihr nun ohne mich machen? Ja, wir brauchen Puff. Und einen Creeper. Ich hab es nicht, ich darf nicht sterben. Oh, ich muss dir helfen, aber ich weiß, dass ich sterben werde. Der Creeper ist explodiert. Ist er tot? Ja. Oder bist du tot? Nein, er. Ey, da wäre noch ein Creeper. Oh, ich bin weg. Ey, hier ist es ja geil. So, ich habe den Creeper gekillt. Pilze, ich habe Pilze gefunden. Ey, ja, das ist ja das von der Dings da, von der... Leuchte mal hier von der Schlucht. Ja, leuchte mal hier bitte ganz gut aus, weil... Oh, da ist ein Zombie vor unserer Tür. Macht nichts. Gut, ihn. Ich hab den Steinschwert gegeben. Die sind dumm, die kommen nicht rein. Sag mal, wenn man einen Block in der Wand aufmacht, dann kommt er nicht rein, aber man selber kann mit dem Schwert raushauen, nicht wahr? Ich glaube ja. Ja, kann man. Naja, komm. Komm mal. Kleiner Zombie. So, ich baue jetzt hier mal die Kohle. Zombie-Steinchen. Süßer. Aber du bist jetzt nicht in den Zombie verliebt, oder? Weil du ihn süßer nimmst. Nein. Ich wollte schon sagen, ey. Das ist ja wirkliche Zombie- und Creeper-Liebe hier in diesem Spiel, ne? Flo? Ja. Diese Höhle geht hier runter zum Minenschacht. Sehr gut.
wenn wir hier irgendwas finden. Immer, wieso geht der Zombie nicht dahin, wo er mir am nächsten ist, sondern geht an die Tür, der Dämmlack? Nicht zu willkürlich Fackeln setzen, sonst finden wir ihn ja nicht zurück. Wir wollen ja auch wieder hier raus, ne? Ja, auf jeden Fall. Mit diesen ganzen Kohle, die ich hier abbaue. Und ich baue gerade wirklich tonnenweise Kohle ab. Ich habe schon 33 Kohle. Dafür, hier ist auch ganz viel Kohle. Dafür, dass das der Anfang ist, ist das doch gut. Ja. Dafür, dass ich einmal gestorben bin und wir nichts zu essen haben. Nein, geh. Also so langsam habe ich aber auch keine... Also bei mir, Marlon wurde von einem Zombie erschlagen. Und vielleicht wird der Benjamin ihn zurück TP'en. Ja, ich muss erst mal gucken nach dem Zombie-Viech. Irgendwie ist der weg. Ja, ist doch gut. Was weg ist, ist weg. Also, ich habe echt manchmal Angst vor den Creepern, ne? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ja, ich hasse Creeper. Naja, eigentlich sind sie ja cool, aber... Ja, okay, ich mag Creeper, aber ich hasse es, wenn sie... Es ist so nervig, wenn sie explodieren. Und die kommen auch immer so überraschend. Wo bist du? Ach, wie süß. Du arbeitest an der Kiste, obwohl ich dich noch nicht sehe. Ich habe gerade einen ganz niedlichen Bug. Kohletechnisch können wir uns jetzt nicht mehr beschweren. Nee, da hast du recht. Nee, jetzt darf ich nur nicht sterben. Das wäre natürlich dämlich. Das wäre natürlich voll daneben, ne? Mit der ganzen Kohle, die ich hier abgebaut habe, krepieren. Wäre das nicht der Hammer, Leute? Ja. Wäre das nicht hammerhart? Möge sich das vorstellen. Oh. Die ganze, ich hab meine Sachen zurück. Die ganze Arbeit für nothing. Stellt euch das mal vor. Oh. Will ich auch gar nicht vorstellen. Was war das? Hey, wir hatten da einen Creeper in die Luft gejagt vor unserem Haus. Nee. Marlon! Scheiße, Mensch! Oha. Ach du Scheiße! Ja! Schnell zubauen. Ja, kann ich nicht, ich hab kein Holz. Ja, nimmt irgendwas anderes. Hauptsache, das Loch ist gedeckt. Ja, Marlon, verteidige mich mal bitte. Ich überlege dir bei meinem Hausbau, okay? Hast du ein Schwert? Marlon? Ja. Hallo. Ja, warte mal. Okay. Ja, hab ich. Ja, gut. Das ist, was ist denn das? Was habe ich denn hier? Ach, da ist die Erde. Leon? Okay. Ja? Wenn du die ganzen Fackeln gestellt hast, da geht's raus, ne? Ja, das soll die Markierung sein, dass es hier da rausgeht. Ich hab, wenn, auch noch Cobblestones. Brauchst du welche, Benny? Nee. Ist gerade komplett gleich. Ich bin gerade, sag ich mal, im Stress, das irgendwie wieder aufzubauen. Wo ist die Tür? Eine Hexe, verdammt. Hexe, ich hab keinen Bogen. Fuck. Fuck, und wenn sie mich jetzt angreift, dann bin ich tot. Wenn sie eine Flasche mit Direktschaden mich angreift, dann bin ich tot. Marlon, du hast die Tür. Setz bitte mal die Tür wieder an ihren alten Platz. So, ich hab's zugeflüpft hier, ne? Benny? Ja? Ben, hattest du in die untere Kiste geguckt, ob da Holz ist? Ich hatte gerade nur an meine Hand geguckt, ob da Holz ist. Weil ich da war Holz drin und ich will das jetzt ersetzen. Achso, entschuldige, Marlon. Ich hab schon was. Ich hab da schon Stein hingesetzt. Das reicht doch erstmal. Achso, weil ich wollte da wieder. So, wir können wieder runtergehen. Ich hab ganz viel Kohle reingepackt in die Truhe. Guck mal rein, ey. Ja, was jetzt eigentlich an allerbesten wäre, wenn ich was zu essen kriegen würde. Ja, darüber würde sich, glaube ich, im Moment jeder freuen. So, wo hast du den Zugang gebuddelt zu der Mine? Da ist eine Hexe immer noch draußen. Ja, ist egal. Die tut dir nichts, solange du nicht rausgehst. Ja, das Problem ist, ich wollte gerade rausgehen. Ja, denn... Und nicht das Loch zu flicken. Dann tu's mal nicht. So, Leon? Ja? Wenn jemand, sag ich mal, mir Rückendeckung gibt gegen die Hexe oder sowas, oder wir die beide angreifen,
Ja, dann packe ich lieber mal meine guten Sachen weg, weil ich habe keinen Bock, dass ich hier mit meinen guten Sachen sterbe. Dann mache ich das lieber nur mit einem Schwert. Okay, wo ist dieses? Genau vor der Tür, geradeaus. Ja, oh Gott. Wo denn? Ich schaffe einen Zugang zur Mine, ne? Wo ist die? Ich sehe sie nicht. Die ist in dem... Meine Güte, ja, wo ist die denn hin dann? Tja. Hier, warte, bist du weit? Hier in diesem komischen Loch war die drin. Ich finde, die Hexe ist ein echt harter Gegner. Ihr auch? Die ist weg? Ja. Okay. Jungs. Kann es sein, dass wir unser Haus an einer Höhle gebaut haben? Ja, das haben wir. Ist doch gut. Ja, komm, kein Wunder, dass wir Monster vor der Tür haben. Ja, wir brauchen aber keine Monster vor der Tür, sondern wir brauchen... Naja... andere Dinge. Wir brauchen ein Bett. Ja, das unter anderem. So, So, ich bin wieder in der Mine, ne? Ja, und ich hungere mich hier weiterhin. Ich hab die Bäume, ich zeig den Baum. Ich guck mal, ob ich was Essbares finde. Also Holz brauche ich hier auf jeden Fall. Ich nehme hier ein bisschen Minenholz, das ist mir egal. Das brauchen wir alles. Das ist gefährlich sonst. Gefährlich. Nur zwei Stück, das ist echt mau. Hier war übrigens mal der Spinspawner. Ich bin an dem Original-Spinspawner, der mir vorhin Hals und Kopf gebrochen hat. Das böse Ding hier. Aber kann es sein, dass hier kein einziger Mob rumläuft? Oder gar keine Mobs? Ja, gar nichts. Eisregion, ne? Nicht, da ist noch ein Spinspawner. Meistens sind da zwei, ne? Hä? Meistens sind doch, wo Spinspawner sind, zwei Spawner, oder nicht? Früher, wo ich mal mit meinem Freund auf der PlayStation Minecraft gespielt habe, da waren meistens, also wenn ich mich recht erinnere, immer nur zwei Spawner, glaube ich. Naja, das ist nämlich ziemlich übel. Vor allem nur... Einer reicht doch, oder? Ach, Schienen können wir ja auch gebrauchen, ne? Nehme ich gleich mit. Sehr gute Idee. Wenn man so ein Ding hier ausrubbeln kann, ist doch egal, ey. Ja. Aber ich habe, wenn wir ganz viele Schienen haben, hätte ich eine Idee. Ja. Moment, was mache ich jetzt hier? Wir bauen dunkel, irgendwo eine zweite Hütte und dann graben wir uns bei unserem Haus einmal in die Erde und dann machen wir es so, dass dann diese kleine Bahn zu den anderen Haus führt und dass wir dann eine Leiter hochklettern und dass wir dann bei diesem Haus sind. Ja. Leute, kurze Frage, wo sind die Fackeln? Gefunden, okay. Die waren gerade, war so bloß gerade blödsichtig. So, ich habe mir jetzt erstmal ein Crafting-Table hier zusammengeschustert unter der Erde. Weil geht ja gar nicht anders weiter hier. Das ist ja echt. Oh, meine Beine. Das ist ja echt unnormal hier, was hier abgeht. Ich glaube ja, ne? So. Ich habe ja gar keine Fackeln hier. Eisen. Hexe. Die bösen Hexen. Benny, die Hexe ist wieder da. Vorm Haus? Nee, ja. Oh, ich hab mich so erschreckt. Was machen wir jetzt? Wollen wir alle gemeinsam sie angreifen? Würde ich nicht machen. Lasst sie verbrennt doch nachher. Sie brennt nicht. Haben wir Pfeile? Irgendjemand Pfeile? Nein, auch keine Möglichkeit, welche zu bauen. Aber Schneebälle sind hier massig. Ja, gib mir mal. In der Kiste. Ich fetze dieses Teil weg. Auch wenn das nichts bringt. Hallo. Siehst mich nicht. Also ich bin halt in der Mine ordentlich am Abbauen, ne? Dass ihr das wisst. Und ich hoffe, dass ich hier noch eine Kiste finde mit Essen drin. Du musst näher ran, Leon. Sehe ich auch schon.
Hoffentlich finde ich was zu essen. Das Zeug krepiert einfach nicht. Ich versuche sie jetzt mal irgendwie von hinten anzugreifen, wenn ich Glück habe. Wenn man sich Klötze in den Weg stellt, dann kann die einem auch nichts. Das Viech hat mich anvisiert, ich bin weg. Okay. Naja, wenn du noch lebst. Ist er jetzt vor unserer Tür oder was? Ja. Wir haben kein TNT, ne? Oh, super. Ich hab irgendwas abgekriegt. Ich dampfe. Wieso hab ich denn was abgekriegt? Die war doch noch weit weg. Was hast du für Teil drauf? Keine Ahnung. Langsamkeit. Das ist nicht schlimm. Aber erst nur langsamer. Das ist so, ob du dich duckst. Glaube ich. Okay. Mir gab noch nicht klar, wie die mich erwischen konnte. Oh, dieses. Oh, wo ist dieses Fisch? Vor der Tür. Ach du Scheiße. Ich habe eine Spinne gesehen. Das gibt's doch nicht. Oh, ich hab Schiss, das Teil hier vor. Aber sieh mich nicht, die dumme Kuh. Echt ist die dumm. Mhm. So, was mache ich denn jetzt hübsches hier? Das soll ich noch nehmen. So, jetzt muss doch irgendwo hier mal so eine beschissene Lore rumstehen. Hier muss doch eine Lore sein, das gibt's doch nicht. Ah, hier ist nochmal. Jeez. Oh. Ein Skeleton. Wieso lebst du so lange, Skelett? Wir haben nur noch einen Schneeball. Ne, wir brauchen auf jeden Fall erst einmal irgendwie was zu essen. Ja, und. So. Das Einzige, was wir kriegen könnten. Ist, wenn wir einen Zombie töten, verrottetes Fleisch, aber das wäre schlechter, weil dann kriegt man ja diese eine Vergiftung, wenn man dieses isst, dass man dann Hunger kriegt. Ja, vergiftet ist man dann, ne? Ja, Leute. Ja. Ich würde mich jetzt gerne mal auf den Weg machen, irgendwo einfach mal in die Gegend laufen. Kommt jemand mit, schnappt sich jemand ein Schwert, kommt mit und dann. Ja, ich komme mit. Ich bin auch immer noch in der Mine aktiv und hoffe natürlich jetzt baldig auf irgendein positives Ergebnis. Gut. Leon, kommst du dann mit hier in die Richtung? Weil ich nehme an, dass es hier aus diesem Eisbiom rausgeht. Diese Mine ist scheiße. Die Mine hat nichts. Warum? Na, aber mal gucken, was da unter ist. Hier kommen wir zumindest mal in so ein Tiger-ähnliches Gebiet. Scheiße. Bei Flachland kommen ja meistens die ganzen Tiere, oder? Ja, also ich guck mal kurz, wir laufen jetzt genau Richtung Süden. Das heißt, wenn wir dann wieder nach Norden, wenn die auf den Kurs bleiben, kommen wir Richtung Norden wieder zurück. Oh, ich hab Schiss, dass ich sterbe. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge Eisen gefunden, das ist schon mal gut. Wo bist denn du jetzt eigentlich, Leon? Ach, da. Hinter dir. Schweine! Schweine! Oh! Schweine! Ah, cool! Tja, Marlon ist gerade gestorben. Cool. Schweine! Stirb! Du werdest sterben! Ja, wir haben ja schon mal für jeden von ein Steak so ungefähr. Komm her. Ihr seid sehr aktiv, das finde ich sehr gut, Freunde. Yeah. Okay, wir haben erstmal vier. Das du musst mal einziehen. Wo bist du jetzt? Ich habe auch nochmal vier. Da bist du. Also heißt es schon mal, wir haben acht Schweinefleisch. Das reicht dann aber nicht, um uns alle zu heilen. Das Problem ist, die Sonne geht unter. Wir sollten jetzt hier schleunigst weg. Ja, okay, ja, ich folge dir. Aber dann wissen wir, sag ich mal, dass hier in dieser Gegend Schweine spawnen. Aber das ist doof, ich kann nicht mehr rennen. Das ist doof. Naja, dann renn halt nicht. Mach doch nicht. Ich renne auch nicht, weil ich auch nicht kann. Ich kann auch nicht rennen, weil ich. Ach, cool, Pilz. Ja, wir brauchen Pilze. Dann können wir uns Pilzsuppe machen. Ja, so einen habe ich gerade gefunden. Nur einen. Wann wachsen eigentlich
Pilze auf der auf Bäumen. Hast du noch nie Baumpilze gesehen? Nein. Doch, das gibt's. Ja, hier gerade eben. Die sehen aber nicht aus wie die normalen Pilze. So. Jetzt sind diese großen flachen Dinger, die aussehen wie so ein halbiertes UFO. Ja. Dann wollen wir mal gucken, was in dieser Richtung kommt. So, Moment. Hier muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Oha. Was ist das? Ich bin drin. Suki. Komm, dann lass uns das Zeug schnell in den Ofen tun. Viere rein. Und no, deine wir Vier? Haben neun, wir haben neun Stück. Cool. Wir haben neun Stück. Das ist gut. Sehr cool. Wir haben so. Fleisch. Was braucht Pilzsuppe zu machen? Ich habe noch nie Pilzsuppe gemacht. So, ja, man braucht man muss sich eine Schüssel craften. Oh, ich nehme als erstes ein Stück. Mach eine Schüssel. Wie ein Eimer, bloß mit Holz. Mit ah, Holz okay, Karte. Ich sehe. Ja, vier Schüsseln habe ich gekriegt. Wie viele Pilze habt ihr? Ein. Null. So, und wie macht man jetzt die Pilzsuppe? Ich glaube, eine Schüssel unten, ein Pilz da über und ein Pilz in der Mitte rechts, glaube ich. Okay. Ah, ich dachte, ich habe auch nur einen Pilz. Ja, man braucht noch so diesen gräulichen Pilz und diesen roten Pilz. Den Fliegenpilz und den Champignon, ne? Aber man braucht noch verschiedene Pilze. Ja, gibt's unten in dieser Schlucht. Oder auch im Supermarkt, ja. Ne, natürlich. Im Supermarkt gibt's die auch. Hallo. So. Wir sind bereits mehrere Fleisch fertig. Ja, ich würde sagen, Freunde, wir beenden jetzt den Videopart und wir sehen uns selbstredend im nächsten Videopart hier bei Let's Play FK. Let's Play Together. Florian Kiel sagt Tschüss. 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 Rex Silber sagt auch Tschüss. Tschüss.